Der Titel meines Stücks bezieht sich auf ein Gedichtfragment der griechischen antiken Dichterin Sappho. Ihre Verse begleiten mich schon seit vielen, vielen Jahren und fordern mich immer wieder neu heraus. Die Herausforderung liegt darin, diesen Bruchstücken, dem übrig gebliebenen, irgendwo nachzuspüren und mit den Konturen, die sie erzeugen, eine Brücke ins Offene zu schlagen. Ganz konkret bezieht sich der Titel auf den Vers 147. Ich habe da kürzlich eine sehr schöne Übertragung von Anne Carson ins Englische gefunden, die dem Stück dann auch den Titel gab: Someone will remember us. I say, even in another time.
Thank you.